Folge hier mit einem kleinen Feuerwerk bei Let's Play The Simpsons Springfield. Und wir müssen die ganze Scheiße ja, nochmal noch nachvertonen. Ja, jetzt läuft hier noch ein bisschen Ton, das ist nicht so tragisch. Und zwar hatten wir gerade ein Problem, wir haben alles schon schön aufgenommen. Ja, wir hatten ein Problem. Das sagst du ganz und gut. Warum auch immer, hat weder die Webcam vom Laptop, also weder die Facecam, noch Fraps den Ton von dem Mikro mit aufgenommen. Das heißt, wir haben alle schön für taube Nüsse kommentiert und machen es jetzt nochmal. Wie ihr seht, ich habe hier schon mal die ganzen Häuser auf jeden Fall alle schon mal auf Festbeleuchtung gestellt. Damit, damit hier die feierliche Stimmung gut aufkommen kann. Ja, ihr macht hier nebenbei schon wieder Clash of Clans. Ja, kam ich ja eben nicht zu in den 25 Minuten, die dann ja wieder für die Katze waren. Und, ich weiß ja nicht, einige wahrscheinlich aus dem Clan werden auch Clash of Clans gucken. Weiß ich jetzt nicht genau, wie viele von euch werden hier auch Simpsons gucken, meine ich, aber, erstmal Kaffee. Ich habe mal nachgefragt, das sind, glaube ich, sogar fast, also die Hälfte das bestimmt. Die gleichen. Die Hälfte sowieso, also die Hälfte ungefähr, würde ich mal schätzen, die auch Simpsons spielen. Nee, das nicht. Denn ich spiele ja auch Clash of Clans und Simpsons hätte ich überhaupt keinen Spaß dran, das zu spielen. Mhm. Weil das ist schon ein ziemliches Dreckspiel, ne? Ja, ja. Und, da kann man ja gar keinen angreifen, ein bisschen langweilig, muss man sagen. Man kann gar keinen angreifen. Ja, wozu auch angreifen? Ja, wir machen auf jeden Fall erstmal hier natürlich jetzt wieder den ganzen Standard-Scheiß und rubbellos. Dann haben wir erstmal drei dicke Keulen, wie er es eben so schön gesagt hat, gesahnt. Wir haben hier zwar nur zwei Keulen, zwei dicke, aber in dem Spiel sind dann drei Keulen drin. Ja, okay, dann gibt es ja halt nur eine dicke Keule von mir, dann hast du eben keine. Entschuldigung. Ja. Auf jeden Fall ist unser Zeitplan jetzt für heute schon wieder relativ durcheinander geraten, dadurch, dass wir es jetzt nochmal machen müssen. Wir wollten eigentlich schon lange am Lernen sein. Das wird heute eben wieder nix werden. Ja, müssen wir. Müssen die Scheiße gleich einmal zusammenfassen und dann machen wir danach halt erst Mittag. Ja, dann haben wir natürlich erstmal hier wieder alles wie immer eingesammelt und quasi nichts Besonderes gemacht. Ja, kann man quasi zusammenfassen. Die ersten, die ersten 10 Minuten haben sich eigentlich darum gedreht, das Geld einzusammeln und die abgeschlossenen Aufgaben da eben einzusammeln, beziehungsweise dann da auf diese Daumen da zu klicken. So ist es. Und gewettet haben wir auch gleich noch, aber da haben wir nichts gewonnen. Das kann ich schon mal vorwegnehmen, da kann ich schon mal spoilern, das ist ja nicht so schlimm. Haben wir uns noch gestritten über den Hafen, weil ich gesagt habe, den kann man natürlich so nicht lassen. Die Leute laufen alle ins Wasser, hat er gesagt, das muss so sein. Ich hab nicht gesagt, das muss so sein, ich hab gesagt, ich hab keinen Bock, den Hafen zu machen, weil der so teuer ist. Und ich hab keine Lust, da zigtausend für den Scheiß Hafen auszugeben. Aber jemand gestern noch im Grammatikbuch geblättert, was? Warum? Gestern hättest du noch gesagt, ich hab weil keinen so Bock, das zu machen, ist. Weil, gestern hättest du noch gesagt, weil der ist so teuer. Heute hat er schon wieder richtig. Gestern habe ich das ja auch gesagt, weil Doppelpunkt ist teuer. Ja, das hast du auch dabei gesagt, du hast gesagt, weil Doppelpunkt. Der ist so teuer, Punkt. Ja, lasst uns weitermachen mit dem Video, Ausrufezeichen. So, also meint die Fresse. Ausrufezeichen. Genau, wir haben immer noch hier alles eingesackt. Das dauert mittlerweile natürlich echt schon immer relativ lange. Weswegen wir hier natürlich nicht viel machen konnten. Barts Aufgabe war jetzt, lass Bart eine Pyjama-Party feiern und lass Milhouse eine Pyjama-Party feiern. Wither. War jetzt auch nicht so spannend. Also ich muss schon sagen, Simpsons ist aber eigentlich eins der Spiele, die man wirklich eigentlich ganz gut nachsynchronisieren kann. Einfach. Ja, es ist nicht so von Schnelllebigkeit. Die Mark einkaufen muss. Ja, Skinner noch. Das sind so Aufgaben, die sind eigentlich relativ sinnfrei. Ich weiß auch nicht genau, wofür die da sind. Lass einfach denen irgendwas machen. Das ist ja nicht für die Story relevant. Und jetzt können wir nochmal hier am Rädchen reden. Ich weiß nicht, irgendwo haben wir schon wieder Herzen herbekommen. Und wir kriegen den, Gott sei Dank nicht schon wieder den Brunnen mit dem Engel drin, sondern den Brunnen der Liebe. Brunnen der Liebe, ja. So der wird natürlich auch jetzt direkt bei unserem Gedöns platziert, wo wir den ganzen anderen Scheiß schon hingeschmissen haben. Bei dem Restaurant Madame, wie heißt sie, Madame Chao? Madame Chaos oder so. Madame Chaos. Ja, hier relativ romantische Ecke jetzt hier oben. Während nebenan Hans Maulwurf den Football in die Klötze kriegt. Was sind eigentlich die beiden Yogis da oben in dieser Kugel drin? Was machen die da? Ich weiß nicht, das ist ja die Sonnenkugel in. Ja, das war ja die von der ehemaligen Weltausstellung irgendwo in Octonville. Octonville, genau, so. Siehe? Wo Bart und. Nee. Doch, Octonville. Wo Bart und Milhouse und Nelson und. Wie heißt dieser Streber-Yogi nochmal?
Martin. Martin, die sind doch da hingefahren mit Barts gefälschtem Ja, dann ist die bei Simpsons in Ogdenville. In Wirklichkeit steht die Wonders. Ja. Ach, sag bloß. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es das in echt überhaupt in der Form gibt. Ja, gibt es. Warte, kann ich. Ja. Kann ich mal suchen? Ich suche das mal und dann, während wir uns hier den ganzen anderen Schlamassel noch angucken. Sekunde. Ja, aber guckt, was es noch so gibt für die Donuts, die wir jetzt haben, ob es da noch die Möglichkeit gibt, ein Gebäude zu kaufen. Knoxville, Tennessee ist sie. Ja, passt ja dann. Na gut, da hätte man auch drauf kommen können. Denn ich denke mal, die haben das dann nicht umsonst Ogdenville genannt. Ja. Naja, gut. Mal gucken, ob es da noch ein Bild von gibt. Ja, das wird wahrscheinlich so aussehen wie das wie Ding. Wie da ungefähr, ja. Großartig. Jetzt halt bitte nicht in die Kamera. Na gut. Ja, doch. Sieht nämlich genauso aus. Hier. Oh, ja, großartig. Mit deiner True Vision HD einmal ein Pixel-Kamera da. Ja, ja. So ist das. Die Kamera, ja, muss ich sagen, die Kamera hat mich eben nicht unbedingt so vom Hocker gehauen. Also, das war schon bessere gesehen. Das reicht doch für die kleinen Scheißer. Das ist doch nur ein kleines Ding. Ja, Butterfahrt. Butterfahrt, ja. Das ist der Butterfurz. Das hier ist Butterfahrt. Mr. Butterfurz. Matthias, Häuptling Butterfurz. Ah, mit schön cremig ist so. Ja, wir hatten erst überlegt, hier die Fußgängerzone noch ein bisschen auszuweiten, haben uns aber dann gleich für was anderes entschieden. Was ihr jetzt sofort sehen werdet. In der nächsten Zukunft. Was ihr jetzt sehen werdet. Hier bauen wir noch etwas. Und zwar haben wir natürlich erst nochmal geguckt wegen den Donuts. Das war aber alles relativ. Die Chuchu-Lok wäre natürlich was gewesen, aber wir haben jetzt auch gleich noch ein paar Donuts ausgegeben, kann ich schon mal sagen. Aber ich verrate noch nicht für was. Es hat sich gelohnt. Eventuell für den Lattenzaun, wer weiß. Ja, also, das hätten wir uns theoretisch sparen können. Wir haben nämlich eine Überraschung gekauft. Und da wird auch ein mannigfaltiger Preis bei herausspringen, das kann ich euch schon mal sagen. Ja, da geht einiges, da geht vielleicht einiges. Vielleicht gewinnen definitiv. Wir ja den Wahl. Wir wollten gucken, und zwar haben wir die jetzt gekauft. Trommel, wir hast denn mal keinen Trommelwirbel in deiner komischen Sound-App? Und zwar haben wir 1000 Geld bekommen, das hat sich natürlich mega gelohnt. Da haben wir natürlich auch hier eben voll die Freudensprünge vollzogen. Schon die Euphorie echt bei riesig, mega, muss ich sagen. Bei Mega musste ich gerade an das Wort denken, was ich bei unserem Fußballspiel zensieren musste, was du da gerufen hast. Es reimt sich auf Mega. Aber M-E-G-E-R, Mega. Das mussten wir zensieren, weil der Matthias das etwas falsch benutzt hat. Ah, sag nicht sowas. Er hat gesagt, du blöder Mega. Was fällt dir ein? Was haben wir denn jetzt gemacht überhaupt? Achso, ich habe dir noch gezeigt, dass hier die sozusagen die zukunftsorientierte Gebäudeanlage ist, wo die ganzen modernen Gebäude stehen. Hier ist so das Kotterviertel. Er hat sich beschwert, dass ich die Sachen nicht sortiert hätte, also die Häuser. Wenn ich jetzt innerhalb dieser Aufnahme noch einen Gegner finde bei Clash of Clans, wäre das schon ein Wunder. Also 25 Minuten dauert die Aufnahme ungefähr, würde ich mal schätzen. Wenn ich da bis dahin einen finde, das wäre ja schon zeitlich. Warum? Was machst du denn? Wäre schon ein Rekord. Ja, bei der Gegnersuche bei Clash. Dauert das so lange oder was? Bis man mal einen findet, den man auch effektiv angreifen kann. Oh, doch, das ist sowas. Oh ja, das Wunder hat schon stattgefunden, ja, von einer Minute. So, wir haben auf jeden Fall gleich. Ja, ihr habt ja gemerkt bei Clash of Clans, ich bin ja jetzt Kristallliga. Wir haben schon einige Glückwünsche natürlich auch bekommen. Was heißt das? Es ist schon eine sehr, sehr hohe Liga, die man da erreicht. Ja. Und das ist auch. Cheater. Meisterliga jetzt der nächste, aber ich werde es wahrscheinlich abbrechen. Einfach aus Gründen des Farmens, weil wir kriegen sonst in der Meisterliga, in der Kristallliga kriegen wir halt dann keine Ressourcen. Ne? Warum? Alle Leute, die da jetzt. Ja, weil die Gegner so schwer sind, dass man überhaupt nicht mehr angreifen kann. So, und ihr seht jetzt, wir haben, um mal wieder hier zum Spiel zu kommen, wir haben Land gekauft. Und natürlich erstmal von dem Atommüll befreit, der da natürlich immer noch rumliegt nach Romas Atomexplosion, die ja. Ah, ich muss mal eben kurz noch Marco schreiben. Heute ist ja noch Fußball. Heute spielt ja mein Lieblingsclub, Zenit St. Petersburg, spielt gegen Borussia Dortmund. Und das will ich zusammen mit Markus gucken, den kennt er ja auch noch aus Feed the Beast zum Beispiel oder aus den Minecraft-Videos. Und das Spiel ist ja schon um 18 Uhr, ne? Deswegen muss ich noch eben fragen, wir wollen gleich noch in Rewe was kaufen und ob wir noch was brauchen. So, auf jeden Fall, wie ihr seht, jetzt und bauen auch, die Schule um. Jetzt hör mal auf mit deinen Off-Topic-Scheiß hier. Ich muss ja nur dazu sagen, ja klar, das ist ein wichtiges Spiel. Ja. Ich muss aber dazu sagen, heute natürlich 101% pro Zenit, ne, nach der Niederlage von Dortmund gegen Hamburg, gegen den Erzfeind von mir, gegen den HSV, sich da so abschießen zu lassen. Da, würde ich sagen, heute drücken wir doch alle mal, komm,
Ihr müsst uns mal unterstützen. Das heißt, schreibt mal bitte unter die Kommentare alle Scheiß Dortmund oder so. Schreibt mal Scheiß BVB. Ihr könnt mir lieber mal verraten, da hat irgendwer noch geschrieben, ich soll mal das anonyme Springfield zeigen. Ich habe nicht ganz gecheckt, was das sein soll. Soll das einfach sein, wenn ich mich nicht mit Mobile Fanboy anmelde, sondern normal? Aber dann fängt das Spiel einfach nur ganz normal von vorne an. Das oder ist das also zweite. Nichts mit anonym. Oder das zweite. Springfield 2. Ja, sieht doch immer gleich, das sieht bei allen gleich aus. Das sieht bei allen gleich aus, Mama. Und auch da kommen wir ja momentan nicht hin. Genau. Weil wir haben immer den Serverfehler. Weil wir einen Serverfehler haben. Meine Mutter. Matthias bestimmt sagen, wenn er der deutschen Sprache möchte. Ja, ich hab gesagt, weil Doppelpunkt, den kannst du dir ja, dann. Ja, den kannst du dir in deinen Popo stecken, ja, den Doppelpunkt, das. Ey. Das ist. Ein alter Grammatikprofessor hier. Mr. Satzbau 2013, echt? Mhm. Weil du bist ja, auf jeden Fall, wir haben jetzt dann hier, wie ihr schon gesehen habt, jetzt die Schule umgesetzt. Und richten dann mal jetzt hier so eine kinderfreundliche Spielecke ein, auch damit die Kinder nicht hier an der Straße rumtouren müssen, wie es ja vorher immer der Fall war. Ein Glück, dass da keinem was passiert ist bisher. Ja, ja, ja. Ja, und wir haben erstmal hier alle Spielgeräte aus der ganzen Stadt zusammengesammelt. Was ihr ja nicht wisst, ist, dass die Schule jetzt dort, wo sie steht, auf einem alten Indianerfriedhof steht. Mhm. Dort war früher der große Manitou. Und Häuptling Satzbau war auch dabei. Ja. Häuptling Grammatikus. Ja. Häuptling Grammatikus war auch dabei. Ach ja, du musst auch ran. Und hier große Fartius. Häuptling Butterfahrt. Alle waren sie da. Ja, und auf jeden Fall wollen wir jetzt mal gucken. Ja. Dass wir da ein ordentliches Schulgelände hinkriegen. Inklusive, nein, die Hängematte durfte ich nicht umbauen und den auch, Swimmingpool auch nicht, aber die wären dann, ja auch. Wird das denn auch eine Sekundarschule? Eine Sekundarschule 2 oder wird das nicht. Müssen wir da noch. Eine Grundschule. Müssen wir da noch einen Bescheid unterschreiben, dass das auch so ist? Ja. Da kann es ist und bleibt eine Grundschule und. Ja. Dein Vater ist doch Grundschullehrer, den können wir doch da noch nehmen. Genau. Wir können doch in der Springfield Elementary. Machen wir eine Mod. Apropos Mod, wir wollten auch immer noch mal testen, ob GTA San Andreas bei dir läuft. Können wir ja gleich mal machen. Das ist aber nicht so einfach. Das ist wahrscheinlich auch behindert zu steuern. Nee, das ist nicht so einfach, weil du ja bei dir in deinem Play Store nicht meine Mailadresse hast. Und um dann das Spiel installieren zu können mit meiner Mailadresse, musst du deine andere löschen. Warum brauche ich denn deine Mailadresse? Ich kann weil ich es gekauft nicht. Habe. Ach so. Und das ist für dich vielleicht ein Fremdwort, dass man auch Spiele kaufen kann. Minecraft, aber ja, das ist auch möglich, dass man Spiele kauft und ja, leider läuft. Ja, aber du kannst doch. Ich müsste deine löschen. Ja. Du kannst nicht zwei aktivieren und sagen, ich möchte jetzt die Apps abrufen von der Mobile Fanboy. Okay, ja, das ist natürlich blöd. Weil um das überhaupt zu kaufen, musste ich ja deine auf dem S2 erstmal löschen. Ja. Gut, ich hätte auch mit deiner kaufen können, aber. Da hatte ich dann noch keine Kreditkarte. Hätte ich nur von deiner Mobilfunkrechnung abbuchen können und das wäre mir auch Ja, wir haben jetzt hier nochmal ein paar kleine Modifikationen auch vorgenommen. Ja, und dann meint nach rechts gesetzt, um Willi's da ein paar Bäume drumherum zu bauen können. Oh, die geile Japse da. Das ist, glaube ich, nicht weniger rassistisch als Mega zu sagen. Ja, die geile Japanerin, Entschuldigung. Ich habe sie doch nur gelobt. Ja, die Japse ist, glaube ich, trotzdem Schimpfwort. Na. Nicht unbedingt. Was fehlt jetzt noch? Ach so. Der ganze Zaun kommt noch. Der Zaun? Jetzt, was ist da passiert? Ja. Okay. Was ist da passiert? Was war das? Wir haben natürlich erstmal hier versucht, da die Rosenbüsche noch ein bisschen zu tunen mit dem Atommüll. Um da vielleicht das Wachstum ein bisschen anzukurbeln. Das hat aber leider nicht funktioniert. Noch ein bisschen off-topic nebenbei. Gestern, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, momentan ist ja in Barcelona Mobile World Congress quasi die größte Handymesse des Jahres immer. Gestern wurde ja, wie das ja eigentlich jedes Jahr der Fall ist, auf dem Mobile World Congress von Samsung wieder was vorgestellt. Das S5 wird kommen. Ich weiß nicht, Matthias, hast du mitgekriegt? Ja. Hast du jetzt oder hast du nicht? Ja. Und was sagst du dazu? Ich habe mitgekriegt, dass es kommt. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, was du zu dem Gerät sagst, zu den Spezifikationen. Es sieht aus wie die anderen. Hardware. Ja gut, das Handy von dir und das Sony Xperia Z1, Z2, aus, ja. Z1i sieht auch alles gleich aus. Ja, ich mein, was mehr weiß ich dazu noch nicht. Was wollen sie denn auch? Wollen sie es jetzt plötzlich, wollen sie es rund machen, das Handy? Oder? Hör doch mal was.
Oder mit diesem Display außen dran. Ah ne, das war angeblich iPhone 6, ne? Ja, das ist auch eine ganz tolle Erfindung. Am besten nur noch ein riesiges Display, einfach gar nichts mehr hinten. Ey. Ja, warum nicht? Ja. Wisst ihr, wie hat das auch jetzt schon so einen Fingerabdrucksensor eigentlich? Ja. Es ist wieder, wie man das von Samsung kennt, ist wieder genug unsinnige Technik verbaut worden auf jeden Fall. Sachen, die man auf jeden Fall braucht. Mhm. Also da war damals ja schon, als ich noch das Nexus hatte, dieser mit der Kamera, diese Gesichtserkennung, die auch ganz großartig. Jedes Mal, vor allem auch sehr praktisch, dass man jedes Mal das Handy da erst vors Gesicht halten muss. Ja gut, deine Schimmelgesicht, das müsste eigentlich immer relativ leicht erkennen, aber wenn du dann normal aussiehst und. Also du hast ja quasi versucht, das dann zu überlisten, aber da hat er gesagt, Nase zu groß, Nase zu groß. Ja, ich habe einmal meinen Arsch reingehalten, hat es dann funktioniert. Hat er gesagt, Krummnase, verschwinde. Ah, lecker, kalt. Schön aus seiner neuen Maschine. Ich denke immer noch, am besten einfach einen PIN-Code benutzen beim Anmelden beim Handy und dann passt das auch. Braucht man. Und da, vor allem diese S-Voice-Scheiße und so. Und Siri, das braucht doch kein Mensch. Wo ich die nächste Toilette. Wie viel Grad ist das draußen? Wo ich die nächste Toilette. Ich kenne Toilette nicht. Ja. Also Google Now und diese ganzen. Du brauchst jetzt 5 Minuten von hier bis zu deinem Arbeitsplatz. Ja, herzlichen Glückwunsch. Alles Schwachsinn hoch 1000. Mhm. Ja, hier hatten wir jetzt noch wieder ein kleines Problem mit dem Zaun übrigens. Da uns wieder ein Feld fehlte. Deswegen mussten wir die Hütte noch mal ein bisschen umbauen. Dann möchten wir die Hütte noch ein bisschen umbauen. Ja. Da die Unterseite haben wir erstmal offen gelassen. Weil da ja momentan sowieso noch nichts ist. Vielleicht kann man das Ganze da noch ein bisschen erweitern. Hier, der gute Stacheldrahtzaun wäre natürlich auch noch eine Maßnahme gewesen für die Schule, aber... Möchendrahtzaun. So ist es. Bist du das da schon wieder? Ich will jetzt mal eben kurz testen, ob ich dich anrufen kann. Moment, mal eben gucken. Ruf Matthias an. Matthias oder Matthias Schwinge. Matthias. Ja, toll. Achso. Ja, immer gut, wenn man noch reinredet, ne? Matthias Schwinge. Ja, das ist natürlich immer gut, wenn man so. Matthias oder Matthias Schwinge? Wenn man so Affen hat wie Matthias hier neben, der dann immer noch reinruft. Weil wir versuchen es einfach nochmal. Ja, mach. Ruf Matthias an. Kann diesen Kontakt. Warte. Ruf Matthias an. Das läuft ja gut. Matthias oder Matthias Schwinge. Matthias. Matthias wird angerufen. Ja, klappt natürlich auch, klappt ja einwandfrei. Nicht, bitte nicht ins Ding halten. Nicht ins Ding halten, sieht man da deine Nummer? Genau, da sieht man meine Nummer. Echt? Ja, da sieht man meine... Ja, da sieht man sie. Ja, auf jeden Fall, ich habe ja dich extra auch noch umbenannt, damit man deinen Nachnamen nicht hört. Weil nicht hört? Matthias Fotzkopf ist ja nicht so der... Oh, er hat eine Gruppe bei sich bei WhatsApp, die heißt La Familia. Ja, so, was ist das jetzt für eine Scheiße? Die Mauer ist übrigens, da gab es gerade einen kleinen Matthias Bug, wohnt ja in Hildenheim und da ist er ganz großartig in der Mafia und deswegen hat er auch eine Gruppe, die heißt La Familia. Die Mafia von Hildenheim. Ja, so. Matthias. Wo bist du? Da kommt immer, kommt immer so. Matthias, setz dich. Ja, ich mach das jetzt alleine, weil der mit dem Dummschwätzer kann man sich ja nicht mehr anhören. Zieh am besten wieder raus. Zieh am besten wieder raus, so wie eben, damit man bloß keinen Ton so, hat. Was haben wir denn jetzt noch gemacht überhaupt? Jetzt haben wir da mittlerweile die Mauer neben die Schule noch gebaut. Ich mach ihm ein Angebot, dass er nicht abgab. Ist das hier noch richtig drin? Ja. Ja, ich würde noch ein bisschen mehr dran rumwackeln immer, damit, so wie eben, da hat man gleich geilen Ton, auf jeden Fall die ganze Zeit. Ja. Jetzt geht hier die Suche los nach ein paar Gerätschaften für den Schulhof. Ja, haben wir noch eine zweite Affenstange für ihn da gebaut und eine zweite Schaukel gab's dann auch noch. Ich will mich jetzt hier nicht mit La Familia anlegen, hinterher schickt er mir noch die Mafia auf den Hals. Der Pate. Matthias ist der Pate. Ja, ein bisschen Action muss auch mal sein. Ja. Ich habe mir mal deine Let's Plays angeguckt, da fällt man ja ein. Wir machen nicht das, Ich bin der Sarata. Dann passiert ja auch nichts. Ich bin der Sarata. Ja, ich habe ja 50 Mal gefragt, soll man lieber mehr Folgen machen mit weniger Action? Muss man, ja, du machst ja eher weniger Folgen mit weniger Action. Nee, das ist ja jeden Tag eine, aber mir passiert ja auch nichts. Was willst du machen? Passiert ja auch nichts. Mehr als... Benny? Spielkind! Ja.
So, also jetzt haben wir natürlich erstmal hier noch die Apartments versetzt. Ihr habt ja Matthias gefragt, wollt ihr mehr Folgen mit weniger Action? Da hat Matthias gesagt, Halt, stopp! So, genau. Jetzt rede ich. Das ist Matthias. Irgendwann drehe ich hier nochmal völlig durch. Eigentlich habe ich so viel Scheiße verzapft. La Familia hat geschrieben. Okay, genug für die GEMA hier. Bist du am Furzkopf. So, also. Ich mache hier mal ein Angebot. Ist jetzt mal fertig mit der Scheiße? Ich ziehe hier wirklich den Stecker raus. Ja, jetzt haben wir diesen komischen Trainingsbeutel da, der da... Tu die Scheiße jetzt weg, Mann! den Trainingsbeutel auch noch auf die Schule gesteckt. Eigentlich gehört er ja zur Polizeiakademie, aber irgendwie können auch ein paar Blagen gegen Boxen. Das wird auch schon passen. Der Trainingsbeutel, das hört sich ja so pervers an. Das ist für die Nutten im Puff, hä? Ja. Hier, ihr dürft doch nicht auf die Kunden los, habt ihr den Trainingsbeutel. Ja. Oh! Da sind noch ein paar Geburtstage hier einfliegen. An der seht ihr ja nicht. Das sehen wir hier nur bei Matthias auf seinem geilen Laptop. Herr Dezibel, ich wünsche Ihnen alles Gute zum Geburtstag. Ah, nee, das ist erst morgen. Ja. Ich weiß auch nicht, wie man das ausschaltet. Das geht mir ziemlich auf den Nerven. Aber. Heißt der wirklich. Windows 8 halt. Heißt der wirklich mit vorne Dezibel? Nein, der Name da drunter ist der richtige. Heißt der also nicht Dezibel Bollinger? Nein. Dann werde ich den originalen Namen lieber nicht sagen. Denn wir werden ihn immer unter dem Namen Dezibel in Erinnerung behalten. Ja, da haben wir auf jeden Fall noch Homer dazu geschickt, noch ein bisschen aufzuräumen hier, ein bisschen Müll wegzumachen. Ein bisschen Atommüll. Ja, da muss man irgendwie diese 25 Minuten, muss man ja irgendwann mal irgendwie noch ein bisschen Kacke füllen, denn eben hatten wir es ja richtig aufgenommen und auch ein bisschen gesagt, was man da macht, aber jetzt weiß man es ja schon, denn ihr seht es ja auch. Du füllst doch jeden Tag die Clash of Clans Folgen mit 25 Minuten Kacke, das ist Nein, ich fülle sie mit 10 Minuten Kacke. Ja, da ist aber genug Kacke drin, die auch für 25 Minuten gereicht hätte. Ja, wir machen da ordentlich Kacke bei Clash of Clans, bis die Schwarte kommt. Was ist eigentlich für Bugs da, dass die jedes Mal da, guck mal, die Dinger sind immer im Vordergrund. Genau wie eben mit der Mauer. Puma ist ein Geist. Ja. Lisas Kopf geht auch mal zwischendurch weg. Ja, der geht auch weg, der Liederkopf. Da, der Ire steht da gerade auch so halb geil in der Gegend rum. Ja, also irgendwas liegt da schon wieder im Argen. Steuerst du das gerade mit der Maus? Nein, ich mache hier so. Was hast du jetzt gemacht? Aber du hast eine Straße gesucht. Und dafür muss man ja erstmal wieder 30 Jahre hier rumscrollen, bis man mal die Straße findet. Ist hier schön. Ja, komm mal auf mit deinen. Gestensteuerung. Komm auf mit deinen Griffeln. Mülleimer. Bis man da mal ganz links angekommen ist, das ist echt schon ein bisschen mühselig. Menschen trotzen. Weil ich wollte nämlich jetzt hier noch eine Straße bauen vor das Calmwood Mental Hospital, damit die ganzen Kaputten auch da ordentlich ihren Weg zur Psychoklinik finden. Ohne das irgendwie abwertend zu meinen. Hol mal lieber Kaffee. Und jetzt haben wir dann natürlich mal wieder den Standard angefangen. Und zwar die ganzen Leute noch auf 24-Stunden-Aufgaben geschickt. Damit wir da auf jeden Fall noch ein bisschen Beschäftigung haben und Geld verdienen. Ich sag dir nur eins, wenn der Ton gleich nicht drauf ist, dann gibt's hier eine Schelle. Ja. Und das wird nicht die Türklingel sein. Es ist halt, das Mikrofon ist ein bisschen fuckelig manchmal. Deswegen eventuell auch das Rauschen im Hintergrund. Ich weiß nicht, manchmal funktioniert es halt nicht richtig. Ja, ist klar. Kauf dir doch mal selber eins. Ja, muss ja, wenn schon, Gescheites kaufen. Ja, okay. Die sind so teuer. Okay, 120 Euro für ein Mikro ist ja auch nicht viel. Ne? Nee, ist es nicht. Es ist wirklich nicht. Für die Sachen hier sollte das auf jeden Fall... Ich habe noch nicht einmal in allen meinen Aufnahmen irgendwo ein Rauschen gehabt. Selbst gestern, wo wir Minecraft aufgenommen haben, war kein Rauschen drin. Und wird auch gleich kein Rauschen drin sein, weil das einfach deine Lautstärke vom Laptop war so laut, da ist klar, dass es rauscht. Wir sind gleich sehen bei Audacity. Ja. Das Wort zum Sonntag. Dein Headset ist auch dafür zu leise. Das ist, passt genau von der Lautstärke her. Das, was ich gekauft habe, ist leider etwas zu leise. Matthias hat es ja nicht selber gekauft. Da-dum, da-dum. Kennst du das nicht von Two and a Half Men, wo Ellen sich beschwert und dann sagt Charlie, ja, dann zieh doch in deine eigene Bude. Ich habe keine. Da hast du's! Das hätte gehört er mir. Das hast du ja von meinem Geld sozusagen gekauft. Von deinem Geld. Das hast du von deiner Arbeit in meinem Channel bezahlt. Mhm. Und davon habe ich das dann gekauft, genau. Wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier nochmal die ganz normalen Standardaufgaben erstmal gemacht, 24 Stunden.
Eine Minute noch Aufnahme. Um hier noch ein bisschen, ja, wir nähern uns dem Ende. Wo ist denn eigentlich der Duffbier-Zeppelin hier bei uns? Da draußen im Garten. Nee, von Krombacher oder so. Fliegt da so ein Krombacher-Zeppelin rum. Nein, wir wohnen ja in Hildenheim. Wieso Hildenheim? Was ist Hildenheim? Wir wohnen ja in Hildenheim im Taunus. Im Hoden. Was Hildesheim oder was? Nee, Hildenheim. Wir wohnen im Hodenwald. Ja, soll ich dein Dorf sagen, wo du wohnst? Mir doch egal. Frag mal Rentelis, der weiß es. Der weiß, wo Matthias wohnt. Wieso? Weiß nicht, der hat mir irgendwann vor kurzem gesagt, oh, da ist ja dieser Freizeitpark bei euch in der Nähe. Okay. Keine Ahnung. Ich denke mal, weil wir in irgendeiner Folge mal gesagt haben. Ja, klar, das hast du irgendwann schon mal gesagt. Aber ist ja auch im Endeffekt scheißegal. Ich wohne da ja nicht, ich wohne in Hildenheim. So ist das. Ihr könnt ja anhand dieser, anhand meines Zimmers könnt ihr ja mal raten, wo ich wohne und dann schreibt in die Kommentare, ihr Bastarde. Ja, so, ich glaube, wir sind jetzt auf jeden Fall gleich langsam mal durch hier mit dem Affentheater. Ich kann mir das auch nicht mehr reinziehen hier. wir machen dann mal Feierabend. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zugucken und tschüss. Ciao. Ciao.